Und Epic, so sahst du beim letzten Mal fast Ja, wie unfies. Ich war ja einfach einbetoniert und du hast mich so doll viel später erst gefunden. Ja, Ich war zum hier Glück unten war es noch nicht drunter. ganz einbetoniert. Nee, Jetzt noch ist nicht der ganz. Beton steinhart. Er Ja, war jetzt noch eine so ein normale Straße. bisschen formbar und wir konnten dich rausholen. Hier Das will ist ich auf jeden Fall wohnen. das Wichtigste. Und Leute, wir sind wieder in unserer Nachbarschaft. Beim letzten Mal ist sehr viel Ja. passiert. Wir haben Verstecken gespielt. Wie gesagt, wir wussten irgendwann einfach nicht mehr, wo Epic ist. Und es gibt heute ganz viele neue Updates. Und ich bin super gespannt, was wir uns als erstes ansehen können. Ich habe da schon etwas gesehen. Wenn wir nach links gucken, seht ihr ein rosanes Gebäude. Normalerweise war da der Oh. Stadtpark. Das bedeutet, wenn rechts die Schule steht, Das ist steht der links. Ja, Kindergarten. Tatsächlich, schau mal der hier. Oh, den haben die ja richtig toll cool Aber wie gebaut. süß Mit den der Schaukeln hier auf 8 Meter. aussieht. Oh, ja, da können die Kinder dann hochklettern. Hier, lass dich Stimmt. mal fallen. Kriegst du Damage? Nee, Nee, gerade kein so nicht. Damage. Okay, das sieht doch schon mal nice aus. Innen drinne ist noch nichts und da Da ist musst der du eigentlich werden. Bauleiter. Hallo. Hallihallo! Hey, endlich gibt es hier mal Fortschritte. Unglaublich, oder? Es sieht so nice aus. Auch mit dem kleinen Garten. Auch hier, dass es so ein bisschen abgesperrt ist zu der Straße hin. Ich glaube, ich würde hier auch irgendwie Kinder in den Kindergarten bringen. Wirklich, das ist sehr, sehr cool Ja, geworden. das stimmt. Auch hier mit Wir dem haben uns Spielplatz, das vorgenommen, ist jedes schön. Projekt nacheinander fertigzustellen. Also erst Schule, dann Kita, dann Häuser. Oh. Ah, okay. Oh, warte mal. Wenn alles nacheinander fertig werden sollte, bedeutet das, dass die Schule fertig ist? Oh, Ich weiß das es stimmt. nicht. Moment mal, ist sie fertig? Ich weiß es nicht. Warte schon in Oh. der fertigen Schule. Die sieht mega. Die Fischi-Schule ist fertig. Schaut sie euch ruhig mal an. Ja, Habt ihr sonst auch noch gerne. Anregungen für den Kindergarten? Ja, ich guck mal ganz kurz. Ich Ich bin mir weiß nicht ganz nicht. sicher. Nö, also der Außenbereich ist mega nice. Innen drin auf jeden Fall halt Toiletten, so eine Spielekisten, eine kleine Küche eventuell für was zu essen. Schlafplätze brauchen wir noch. Stimmt, Unbedingt. Aber Schlafplätze. ich denke, das werdet ihr schon hinbekommen. Alles, was halt in so einen Kindergarten rein sollte. Also jetzt nichts Besonderes. Okay, dann machen wir erstmal so weiter und wir gucken dann nochmal zusammen drüber. Dann geht es jetzt ab zur Schule. Ich bin so gespannt. Da sollten jetzt Klassenräume drin sein. Vielleicht sind da auch noch ganz andere Räume drin. Was macht Louis hier? Er Oh, holt Pizza. Louis, Hi. Oh, hallo. hey. Ich habe heute Morgen bei euch geklingelt. Aber es hat keiner aufgemacht. Wir waren weg. Wir waren heute Morgen noch mal da, wo Epic betoniert wurde. Ja. Wie geht's Stimmt. dir? Oleg ist hier aber auch ganz nett. Ich hatte eine Pizza bestellt und nun quatschen wir noch etwas. Oh, cool. Ja gut, dann, wir müssen los. Wir gucken uns jetzt die Schule an. Wir Ja. sind so gespannt, wie die geworden ist. Vielleicht können wir morgen ja mal wieder was machen. Ja, los, bis morgen. Und die Schule ist fertig. Epic, willst du reingehen? Willst du Sehr mal... gerne, ich bin Warte, willst du mal gespannt. sagen? Sag mal, wie es aussieht. Sieht's gut aus? Oh, das sieht echt cool aus. Du kannst reinkommen. Schau mal hier. Was ist das denn hier? Oh, eine kleine Das Kantine. ist wie so eine kleine Cafeteria, Ja, wo das man ist da was zu essen holen sich cool. könnte. Hier gibt's Schließfächer, auch nice. Toiletten, ganz wichtig natürlich. Ja. Und dann gibt es hier Die einfach die ersten. Klassenzimmer. War da hier? Da ist einfach ein Kind. Was machst du denn Liesel! hier? Oh, hi. Hi, was machst du hier? Hallo. Du darfst doch nicht in die unfair, also sie ist zwar fertig, aber in die nicht geöffnete Schule darfst du doch nicht einfach so reingehen. Was sagt denn deine Mutter dazu? Sag mal, wann beginnt denn jetzt die Schule? Ich bin mir nicht ganz sicher. Moment mal, haben wir überhaupt Keine Lehrer? Ahnung. Ja, Frau Meiner hat sich letztens Ja, angeboten. stimmt. Aber so richtig, Ja, das nee. dauert vielleicht noch ein bisschen. Ja, ich würde so gerne in die Schule. Gibt es denn schon Fußballplatz ist Lehrer? hier. Nein, es gibt noch keinen offiziellen Lehrer, aber wir sind da dran. Also Katja vielleicht ist die Lehrerin. unterrichten wir auch etwas. Ja, ich bin Wer weiß? Bürgermeister. Ich kann das alles Du machen. kannst dann das Bürgeramt, Unterrichten. Bürgermeisteramt unterrichten, genau. Ich weiß nicht. Das wirkt ja alles noch etwas unorganisiert. Vielleicht besser, wenn ich dann doch nicht in die Schule gehe. Also erstmal. Ja, weiß ich jetzt nicht so ganz. Eventuell. Es ist noch nicht fertig hier, Liesel. Also das wird noch alles. Okay, und hier auf der anderen Seite haben wir auch ein Klassenzimmer. Und draußen meintest du schon einen Hier Fußballplatz? hinten dran her ist, glaube ich, Ah, einer. süß. Der ist klein, aber Das süß. stimmt. Oh. Und hier kann man sogar Basketball spielen. Und draußen haben wir noch so Sitzmöglichkeiten für die Pause. Es gibt Ja. natürlich auch Schulpausen. Okay, es fehlt natürlich so etwas wie eine Bücherei, aber man muss dazu sagen, es ist jetzt auch keine
übermäßig große Schule. Plus, wir haben hier in der Stadt wirklich alles sehr zentral. Wir haben ja eine eigene Bibliothek. Wir haben hier auch noch einen Supermarkt. Das heißt, ach, die stimmt. Leute könnten sich auch was zu essen holen. Ich glaube, das wird schon ganz cool werden. Wir müssen uns aber echt mal um die Lehrer kümmern. Mit ja. Frau Meiner vielleicht angefangen. Na gut, vielleicht schauen wir mal später, ob wir nochmal mit ihr reden können. Vielleicht können wir nochmal mit Gouda und Cheddar was machen. Wer ist das denn? Hallo? Ich bin Bürgermeister, hallo. Bürgermeister Epic und Katta. Ja. Hier bin ich richtig, oder? Ja, ja genau. Können wir weiterhelfen? Haben Sie sich verlaufen? Wenn Sie irgendwie woanders hin müssen, können wir Ihnen gerne eine Ortsbeschreibung geben. Wir wollen den Sträfling abgeben. Wo ist Ihr Gefängnis? Warte, was? Den ein Sträfling abgeben? Wo ist Ihr... Das Gefängnis? Das Gefängnis. Also das ist immer ein bisschen problematisch. Also, ich weiß jetzt nicht, ob die dabei... Aber wenn die sagen, die wollen jedes Projekt nacheinander abgehen, Schule, Kita, Häuser, Moment mal. Es handelt sich hierbei um eine sehr gefährliche Person. Sie wurde hier in das neue Gefängnis versetzt. Wie eine sehr gefährliche Person. Was heißt das denn? Ist sie denn... Also, die ist ja jetzt ja nicht so gefährlich, oder? Die hat jetzt niemanden irgendwie... Ne? Oder? Nee. Oder? Sie hat grauenvolle Dinge getan. Ja, aber sie hat jetzt ja niemanden weggeschnetzelt. Nein, oh. Oder? Nein, 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 nein. Also, vielleicht schon. Die soll hier bei uns sein. Eine Person, die jemand alle weggeschnetzelt hat? Ich habe mir jetzt nicht gedacht, dass wenn wir ein Gefängnis bekommen... Abgelehnt! Können wir das irgendwie ablehnen oder ich sowas? Ich kann es ablehnen, ich bin Bürgermeister. Wir würden den Gefangenen dann gerne jetzt in seine Zelle bringen. Bitte bereitet alles vor. Hallo, abgelehnt. Wir sollten mal gucken, wie das Gefängnis aussieht, Epic. Ist vielleicht, schon fertig? Ich glaube nicht. Vielleicht stehen ja schon die Zellentrakte. Der Kindergarten ist nicht mal eingerichtet, die machen eins nach dem anderen. Oh. Vielleicht, aber guck mal, da hinten waren doch auch meine Bauarbeiter. Meine Tankstelle muss ja auch noch gebaut werden. Das stimmt. Aber guck mal, vielleicht waren da ja wirklich irgendwie welche ein bisschen, keine Ahnung, motivierter, ein Gefängnis zu bauen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Sonst haben wir ein ganz großes Problem. Ich ist gar nicht. Mach den Picknick! Sag mal, was machst du hier? Oh, hey, kann ich helfen? Oh, wo ist das Gefängnis? Wir brauchen ein Gefängnis. Wir brauchen Gefängnis hin. Jetzt ein Gefängnis. Was, warte, was machst du hier eigentlich gerade? Ich mache Mittag. Ja. Nice, ja, das würde ich jetzt auch gern machen. Ein Sträfling soll hierher kommen. Anscheinend jemand, der schon mal jemanden weggeschnetzelt hat. Epic, vielleicht hat er sogar ganz viele weggeschnetzelt. Vielleicht bricht er aus und will uns wegschnetzeln. Wir brauchen hier ein Hochsicherheitsgefängnis. Was machen wir denn dann? Oh nein, das ist doch gar nicht gut. Das Gefängnis, das dauert noch etwas. Also, das Moment wird jetzt nicht mal. So schnell fertig. Wir können ihn vielleicht bei der Polizei einsperren erstmal. Oh, ich glaube, das ist zu klein, Epic. Die werden ja wissen, dass es die Polizei ist. Die wollen schon ins Gefängnis, denke ich mal. Oh nein, kriegst du... Wie, was? Also, du kannst da nichts machen. Heute soll ein Sträfling... Ja, das kam ja später, die... Ja, heute soll ein Sträfling kommen. Der soll jetzt gleich ins Gefängnis kommen. Und hier steht noch gar nichts. Das schaffe ich niemals. Ich dachte, heute wird entspannend. Okay. Epic, ich glaube, die einzige Möglichkeit ist, dass wir etwas Kleines hier hinbauen. Ein ganz kleines, vorübergehendes Gefängnis. Und wir müssen uns sehr schnell Eisengitter. Ja, ich weiß nicht, ob der da schon steht. Vielleicht steht ja einfach mitten in unserer Stadt jetzt ein Mörder? I don't know. Ich weiß nicht. Okay, warte mal. Wir bauen da was. Ich habe keine guten Blöcke. Wir müssen uns unbedingt was holen. Ja. Und mir fällt auch noch was ganz anderes ein. Wir brauchen Wachen. Wir brauchen... Stimmt, natürlich, wir wollen auch Wachen für unser Gefängnis. Oh mein... Warte, du hast Poli... Warte mal. Warte. Die Polizei? Da waren unsere Polizisten drin. Ja, hatten wir die nicht in ihre Zellen da eingesperrt? Die sind da immer noch. Warte mal. Die sind da immer noch in... Hast du vergessen? Die habe ich komplett vergessen. Falls ihr euch daran erinnern könnt, die Polizisten haben uns ja mal getrollt mit so Puppen und daraufhin haben wir die einfach eingesperrt. So, die sind jetzt wahrscheinlich immer noch da hinten. Oh nein. Das ist ganz und gar nicht gut. Vielleicht könnten wir die ja rausholen und dann fragen... Und die können im Gefängnis arbeiten dann. Ja. Ja, ja, ja. Na gut, okay, wir beeilen uns ganz, ganz schnell. Die werden super sauer sein. Oh nein. Oh, die werden so... Oh nee, die gucken auch schon. Es war Kater schuld. Oh, die sind über 34 Tage zu minus. 34 Tage drüber. Zu lang. Die haben sie einen Monat vergessen. Hi. Es war Kater schuld. Das kann ich direkt schon mal endlich sagen. Endlich, sag mal, wie lange wollt ihr uns ja da...
Oh, drin festhalten. Oh, sorry. Es ist ganz schön viel passiert hier, bisschen wisst ihr? Vergessen haben wir das. Aber ihr habt jetzt ja gelernt, ne, dass wir hier sowas nicht mehr machen mit Trollen und sowas. Ihr spinnt doch vollkommen. Essen, trinken, jetzt. Oh, die haben... Wir haben ihr nichts zu essen gegeben. Oh, ja, stimmt. Und haben nichts zu trinken. Ein bisschen ja. Was haben sie ja. Kurze Frage. Wir geben euch auch was zu essen und zu trinken, aber wir haben jetzt bald... die wissen gar nichts, ne? Wir haben jetzt bald ein Gefängnis und ein Sträfling soll heute noch kommen. Könnt ihr dann auf den, ne? Wartet, ein Sträfling, so ein richtiger? Ja, so jemand, der hat jemanden sogar weggeschnetzelt anscheinend. Anscheinend, wir wissen nichts über den. Ich weiß auch nicht, wie der aussieht. Das er hatten wir auch noch nicht. Wir können natürlich auf ihn aufpassen. Wir wollen aber dafür ein echtes Festmahl. Okay, abgemacht. Also, einfach nur der Straße folgen und dann rechts und Epic, wir müssen jetzt Blöcke holen und irgendwas aus Eisen machen, irgendwas Provisorisches. Ja, 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 was, das schnellstmöglich. Ja, was auf jeden Fall hält. Die werden schon rausfinden. So, wir haben jetzt auf jeden Fall ein paar Blöcke geholt. Wir haben nur Eisen gefunden und Eisensachen und du hast hier dein Picknick aufgehört. Soll ich euch jetzt irgendwie helfen? Nee, passt schon. Ich glaube, wir bekommen das schon irgendwie ein bisschen selber hin. Aber wir sollten uns wirklich beeilen. Weil wir sollten diesen Sträfling nicht allzu lange hier in unserer Stadt sitzen oder stehen lassen. Okay, dann warte ich hier. Okay, Epic, Eisen. Hast du ein bisschen Eisen auch oder soll ich dir was geben? Ja, ich habe auch ein bisschen Eisen. So, wie machen wir das? Einfach so ein kleines Viereck irgendwie. Ja, warte mal, ich helfe dir mal hier. Also, so. Was Großes können wir hier definitiv nicht bauen. Nee. Achtung, wir müssen die Türen bauen. Oh, ja, ja, ich habe Türen, Moment. Ja, ja, sehr gut. Wollen wir auch den Boden? Ja, Iron Bars habe ich auch tatsächlich. Ah, sehr gut. Warte mal, Türen habe ich hier und so. Dann hätten wir so um die Tür herum. Ja, komm, wir machen den Boden auch noch aus Eisen, oder? Besser ja, als ja, nix. Den sollten wir auch aus Eisen machen, dass sich da keiner rausbrüllen kann. Die Tür aufmachen. Ah, und jetzt gehen die Tür eh nochmal kaputt. Wow. Ja, dann mache ich den Boden auf jeden Fall nochmal anders. Und dann sollte das ja erstmal passen. Ich glaube, dieser Typ, der uns begegnet ist, ich weiß nicht, ob das ein Polizist ist oder ein Wächter, irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, der wird sehr, ja, das alles hier ein bisschen komisch finden, oder? Ja, das stimmt. Weil so ein richtiges Gefängnis ist es ja jetzt auch nicht. Also das ist ja eine kleine Zelle, aber vor allen Dingen, wenn es jetzt so ein richtiger, naja, Sträfling ist, weiß ich gar nicht, ob ich den hier haben möchte. Vielleicht war das Gefängnis doch keine gute Idee. Ja, sag's dir, wie es ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hoffe auch, dass hier alles wirklich sehr stabil ist. So. Soll ich das Dach direkt auf die Höhe hier machen? Ja. Ich mach eins höher, warte mal. Ja, guck mal, wie das gut aussieht. Also ein bisschen Raum hat er, aber wir haben einfach ja auch gar keine Möbel. Nicht mal ein Bett oder so. Stimmt, wir haben gar nichts. Naja, egal. Das sollte passen. Dann würde ich mal sagen, wenn jetzt die Polizisten da sind, dann ja, kann der da rein. Wollen wir mal gucken, ob wir den finden, den Sträfling? Ja, können wir machen. Oh nee, ich hab ein bisschen Angst vor dem. Ich weiß nicht, ob ich dem so nahe kommen möchte. Aber gut, du bist der Bürgermeister. Du kannst ja zuerst ihm die Hand schütteln, wenn der überhaupt, naja, das so machen kann. Und Moment mal, da steht er einfach. Okay, ein bisschen schwitzige Hände habe ich. Okay, wir werden soweit irgendwie... So, ist alles vorbereitet? Ja. Ja, es ist alles vorbereitet. Alles vorbereitet, sehr gut. Bitte sprecht den Sträfling nicht an, er ist gefährlich. Sogar Lise guckt. Lise, am besten gehst du ganz schnell nach Hause. Was ist das für ein komischer Mann? Der ist böse. Du solltest nach Hause gehen. Ja, geh lieber. Und den Sträfling bringen wir zusammen hier mit dem Wärter ins Gefängnis. Okay, bitte einmal folgen. Okay, ab in unser kleines Gefängnis. Dann machen wir hier mal zu und das ist es, yay! Das ist das Gefängnis. Ja, es wird noch etwas optimiert die nächste Zeit. Also das ist jetzt erstmal nur provisorisch, aber ja. Naja, das wird schon, sagt er einfach. Und hier, der Gefangene will sogar direkt raus. Was ist denn da los? Oh nein. Ich hoffe, unser Gefängnis ist hier stabil genug. Ich weiß nicht. Irgendwie gefällt mir das nicht. Ich wusste nicht, dass so schnell hier irgendjemand dann zu uns versetzt wird, oder? Ganz seltsam. Naja, Leute, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Ich hoffe, dass da jetzt alles gut klappen wird mit dem. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.